ein recht ungewöhnlicher junger Mann, der seinen Strohhut nicht aufgesetzt hat, weil es dann doch heute sehr windig ist, hat sich ein paar lilafarbenen Stecklinge geschnitten von einer Pflanze, die doch recht ungewöhnliches Laubwerk hat. Und diese Pflanze hatte ich damals in einem größeren Topf kultiviert. Und ich denke, die meisten, die mich jetzt schon ein bisschen länger verfolgen, wissen, dass ich dieses Jahr das kleine Experiment hatte und eine Süßkartoffel in diesem Topf kultiviert habe. Und heute habe ich sie mal geerntet, weil es jetzt schon fast Anfang November und bald sind sowieso die Fröste dran. Und da dachte ich mir, nehme ich euch mal mit, wie der Ertrag so in einem kleinen Töpfchen gewesen ist. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und ich bin dieses Jahr mit der Süßkartoffelernte sehr zufrieden. Letztes Jahr habe ich es auch probiert, da ist mir aber die Pflanze schon wegen Nachfröste eingegangen. Deswegen habe ich sie dieses Jahr in einem Topf kultiviert, um sie halt auch mal ein bisschen besser zu schützen. Das ist jetzt hier so die Pflanze von oben gewesen und hier die Mutterknolle, das ist die Sorte Sakura. Die Pflanze habe ich mir damals bei meiner Gärtnerei gekauft. Einfach zum Spaß, um auszuprobieren. Hat auch sehr recht interessantes Laub. Und ich muss sagen, wirklich mit dem Ertrag bin ich sehr zufrieden. Also das sind jetzt wirklich schon äußerst große Knollen mit dabei. Und aufgrund Sakura heißt ja rosafarben, glaube ich, auf Japanisch oder so. Und deswegen sind die Knollen auch in der Farbe. Und wie gesagt, das sind wirklich, wirklich sehr schöne Sachen. Vor allem hier, da erkennt man wieder die Einzigartigkeit von der Natur. Wunderschöne Formen. Weiß nicht, woran mich das ein bisschen erinnert. An eine Frau vielleicht, keine Ahnung. Ist mir jetzt einfach so in den Sinn gekommen. Aber das ist schon wirklich eine wunderbare Ausbeute, wie ich finde, für den kleinen Topf. Wenn man das jetzt in einem größeren Ausmaß anbauen würde, vielleicht auch in einem Boden mit rein und vielleicht auch so permakulturmäßig in ein Kleinklimaschaft, da kann man schon richtig gute Erträge einfahren. Jetzt so zum Test, muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden, werde ich vielleicht nächstes Jahr nochmal machen. Hab mir jetzt auch ein paar Stecklinge gemacht, also die Stecklingsvermehrung, ganz einfach. Ja, 5 bis 6 cm habe ich die mir jetzt runtergeschnitten. Ich habe mir jetzt gerade 3 geschnitten, habe vor einigen Tagen mir dann noch 5 gemacht, habe sie so hier an beiden Enden schräg abgeschnitten und einfach in die Erde versenkt und feucht halten. Wenn sie dann kommen, habe ich neue Pflanzen fürs nächste Jahr. Finde ich auch recht schön. Und sonst werde ich die Knollen jetzt an meine Freunden und Bekannten abgeben. Die freuen sich schon richtig auf die Süßkartoffeln. Und ja, freut mich auch, dass ich sie jetzt nicht unbedingt enttäuschen muss, dass ich sage, hey, die Knollen sind doch nichts geworden oder so. Nee, sie dürfen sich morgen wirklich auf etwas freuen und das macht mich auch natürlich sehr glücklich. Was ich jetzt persönlich, weil ich eine andere Essgewohnheit habe, so als kleinen Einstieg kann man die halt sehr gut backen zum Beispiel. Und ja, das würde ich jetzt zum Beispiel machen, wenn ich am Anfang meiner Essgewohnheit bin, am langen Prozess, aber das ist eine andere Geschichte. Also ich würde sie zum Beispiel backen. So, in diesem Sinne, doch relativ, nicht ganz so kurzes Video, vielleicht ein bisschen mittellang. Möchte ich es aber damit belassen. Natürlich freue ich mich auch über einen Daumen nach oben. Ihr könnt den Kanal auch kostenlos abonnieren und auf die Glocke drücken. Werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade.
Natürlich freue ich mich auch, wenn ihr Freunden, Bekannten und Familien von mir und meinem Projekt erzählt, damit immer mehr Leute auf mich aufmerksam werden und ich natürlich auch eine Motivation habe und eventuell auch Unterstützungsmöglichkeiten bekomme, um das Projekt weiterhin vor euch am Laufen zu erhalten. Und sonst wünsche ich euch noch wunderbare und schöne Tage. Der Herbst ist da und es gibt immer noch genug zu tun im Garten. Also es kommt mir so vor, als ist immer noch Juli während Hochsaison. Gibt immer irgendwas zu tun, komme was auch wolle. Also ich sehe manchmal so im Internet so Leute, ja, was wäre, wenn das passiert und was, wie würdet ihr euch versorgen, wenn ein Lockdown kommt oder so? Ja, keine Ahnung, interessiert mich nicht, hab genug im Garten zu tun. Sollte denn normalerweise jeder haben, irgendwas, und sich nicht mit irgendwas anderem beschäftigen, was irgendwo vorgegeben wird. Aber egal, in diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.